Josef Schneider hat den seltenen Beruf des Sägewerkers, der in seiner Jugend noch kein Lehrberuf war, durch Zusehen und Mitarbeit beim Vater erlernt. Für die letzten Betriebsjahre reichte aufgrund rückläufiger Auftragslage seine eigene Arbeitskraft aus. Als Josef Schneider die Mühle nach dem Krieg übernahm, führte er den Betrieb mit 1 bis 2 Mitarbeitern bis Mitte der 60er Jahre. Holzsägende Wassermühlen existieren seit dem 14. Jahrhundert. Ein Karteneintrag zu Beginn des 19. Jahrhunderts belegt die Maisburger Mühle eindeutig als Schneidemühle. Die mechanischen Vorgänge werden zur Verdeutlichung nun nacheinander geschildert. Per Seilzug öffnet und schließt der Sägewerker vom Gatter aus den Schieber des Wehrs. Von der Stellung des Schiebers hängt die durchlaufende Wassermenge ab. Die Rinne mit leichtem Gefälle führt unter der Arbeits- und Sägebühne hindurch zum Wasserrad. Das oberschlächtige Wasserrad wiegt rund 3,5 Tonnen. Das Wasser läuft aus der Rinne von oben in die Schaufelkammern. Die Obergrenze für große Räder wie bei dieser Schneidemühle liegt bei 10 Umdrehungen pro Minute. Dabei entspricht eine Umdrehung des Rades 18 Hub mit der Säge. Das heißt, bei optimalem Betrieb macht die Säge rund 180 Auf- und Abbewegungen pro Minute. Die Ausnutzung oberschlächtiger Wasserräder liegt normalerweise bei maximal 80%. Josef Schneider allerdings rechnet wegen der guten Auswuchtung und Lagerung mit 95% Ausnutzung und 15 PS Leistung. Verfolgen wir das Anlaufen der Mechanik im Untergeschoss der Schneidemühle. Das Wasserrad ist durch eine Welle mit dem 3 Meter großen Kammrad verbunden. Dieses treibt ein kleineres Zahnrad an, welches wiederum durch eine Welle die Kraft auf die Riemenscheibe rechts im Bild überträgt. Der Transmissionsriemen für den Antrieb des Sägegatters läuft über die hölzerne Riemenscheibe. Je genauer sie ausgewuchtet und je besser sie gelagert ist, desto geringer fällt der Energieverlust aus. Links oben der Transmissionsriemen für den Rücklauf, der den Wagen mit den Stämmen aus dem Gatter zieht. Direkt unter dem Sägegatter läuft der Transmissionsriemen über eine Leerscheibe, die lose auf einer waagerechten Achse hängt. Betätigt der Sägewerker auf der Arbeitsbühne einen Hebel, rücken die Führungsrollen den Riemen auf die Voll- oder Antriebsscheibe. Diese ist fest mit der Achse verbunden. An den außen laufenden Schwungrädern ist je ein Lenker oder Pleuel befestigt. Diese etwa 2 Meter langen Balken setzen die Drehbewegung des Rades in Auf- und Abwärtsbewegungen um. Damit beginnt sich das vertikale Gatter zu heben und zu senken. Der Sägevorgang setzt erst ein, wenn der Vorschub zugeschaltet wird. Das über eine Holztrommel laufende Drahtseil zieht den Schlitten mit den beiden Stämmen ruckweise in jede sägende Abwärtsbewegung hinein. Die Pleuel übertragen die Drehbewegung des Räderantriebs als eine geradlinige, senkrechte Bewegung auf das Gatter. In ländlichen Gebieten wie im Kreis Daun war Wasser bis ins 20. Jahrhundert hinein der Energieträger für mechanische Werke.
Dampfsägebetriebe, die die großen Zentren rheinischer Holzverarbeitung Neuwied, Köln, Düsseldorf und Wesel ab 1840 errichteten, kannte man hier nicht.